Von meiner Seite möchte ich Sie ganz herzlich hier begrüßen. Für mich ist es natürlich auch eine Premiere, das ist jetzt mein erster öffentlicher Vortrag an der Ost in offizieller Funktion. Und wie Zoe gesagt hat, werde ich hauptsächlich einfach auf die Dringlichkeit des Problems hinweisen. Ich habe auch Lösungsansätze, aber die fallen eigentlich nicht im Kompetenzbereich dieser Hochschule. Also werde ich mich da ein bisschen zurückhalten. Aber wenn jemand sich dafür interessiert, dann können wir gerne darüber reden. Ich werde aber mit einer kurzen Anekdote anfangen, die finde ich so süß. Die habe ich von Ugo Bardi vom Club of Rome mir ausgeliehen. Und es geht um das Folgende. Wie Sie vielleicht wissen, die Azteken, die haben ja in großem Stil Menschen geopfert, um mit der Überlegung, die wollten die Rückkehr der Sonne jeden Tag sicherstellen auf diese Art. Und eines Tages hat ein junger Priester, dem es wahrscheinlich ein bisschen zu grusig wurde, hat dann irgendwie vorgeschlagen, ja, könnte man nicht das Opfern für einen Tag aussetzen? Weil wenn die Sonne dann wirklich nicht zurückkommt, dann können wir am nächsten Tag doppelt so viele Menschen opfern. Da haben die älteren Priester ihn ganz entsetzt angeschaut und gesagt, ja und was machen wir dann, wenn die Sonne trotzdem zurückkehrt? Und das ist, die Geschichte passt recht gut zu Klimapolitik, weil wenn man da ein bisschen sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann stellt man natürlich fest, dass der Widerstand ist dort am vehementesten, wenn eine Maßnahme vielleicht funktionieren könnte, wirkungsvoll sein könnte. Ich meine, wir wissen ja alle, wenn wir den Flugverkehr reduzieren wollen, ja, dann führen wir doch eine Flugticketabgabe ein. Wie schwierig ist denn das? Wenn die hoch genug ist, dann fliegen die Leute nicht. Aber das Problem ist, sie wollen natürlich, dass die Leute fliegen. Und wir haben einfach diesen Widerspruch. Und der führt natürlich dazu, dass wir nicht so wirklich vorankommen. Deshalb habe ich angefangen, ich habe ja auch einen Blog privat und ich fange jetzt da an, die wichtigsten Plots immer wieder zu aktualisieren, weil ich habe auch das Gefühl, die Klimaforscher, die machen viel zu komplexe Diagramme. Und wenn man die Botschaft rüberbringen möchte, dann muss man das einfach machen. Und hier ist ein einfacher Graph. Das ist jetzt die blaue Kurve, die man hier sieht, ist die CO2-Konzentration der Atmosphäre. Gemessene CO2-Konzentration der Atmosphäre macht man auf Mauna Loa, Hawaii, weil man dort am wenigsten Fluktuationen hat. Aber theoretisch könnte man auch diese Kurve im Gubrist-Tunnel aufnehmen. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Man hätte dann ziemlich große Schwankungen gehabt, aber würde man sich den gleichen Trend zeigen. Und man sieht hier einiges. Erstens sieht man, wir sind jetzt bei etwa 415 parts per million. Das ist also höher als je zuvor in den letzten 3 Millionen Jahren der Erdgeschichte. Etwa 3,3 Millionen Jahre zurück muss man schauen, bevor man vielleicht höhere Konzentrationen findet. Das heißt, unser Spezies ist für diese Atmosphäre nicht ausgelegt. Oder? Den Menschen gibt es seit 100.000 Jahren. Also wir sind wirklich hier drüber. Richtig, wenn wir das Pariser Abkommen, im Pariser Abkommen steht ja, wir sollten deutlich unter 2 Grad Erwärmung. Sie haben nicht 1,5 Grad festgehalten, die haben nicht 2 Grad festgehalten, gesagt, deutlich unter 2 Grad Erwärmung. Dann sollten wir jetzt vermeiden, irgendwie über 435 Parts per Million zu kommen. Man sieht, da fehlen ungefähr so plus minus 20 Parts per Million, bis wir so weit sind. Richtig erschreckend finde ich, die Kurve ist ja nicht nur steigt die Konzentration, sondern die jährliche Zunahme nimmt ja zu. Es ist keine Linie, das ist keine Gerade, das ist wirklich ein Polynom zweiten Grades. Hier war die Zunahme etwa 0,8 Parts per Million pro Jahr. Heute geht es dreimal so schnell. Und ich habe mir dann erlaubt, die großen Meilensteine der Klimapolitik hier einzuzeichnen. United Nations Framework Convention on Climate Change im Jahr 1992, das Pariser Abkommen 2015, dann die Klimastreiken von Greta und ich weiß nicht, ob jemand da eine spürbare Veränderung an diesem Trend erkennt wegen diesen politischen Maßnahmen. Das heißt, wenn wir behaupten, wir hätten was für das Klima getan, dann haben wir offensichtlich vergessen, die Atmosphäre davon zu informieren, weil da ist einfach nichts passiert. Und es ist ja erschreckend, wie schnell das geht. Als ich angefangen habe zu studieren, waren wir bei etwa 350 Parts per Million.
als meine Mutter, wenn meine Mutter das Fenster aufgemacht hat, um zu lüften, dann waren wir wahrscheinlich ungefähr bei 300. Oder? Die Gebäudelüftungen werden bei 900 anspringen, weil 900 parts per million, das ist, da wissen wir, in einem Gebäude, dann fühlen wir uns physisch schlecht. Oder? Ist interessant, diese Konzentration ist auch mit dem pH-Wert in unserem Blut korreliert. Es ist nicht nur so, dass die Ozeane saurer werden. Die Versäuerung der Ozeane ist natürlich wichtig, aber auch der pH-Wert in unserem Blut ist natürlich vom CO2-Konzentration in der Luft abhängig. Also, aber so sieht es aus. Jetzt kann man sich fragen, woher kommt jetzt dieses CO2? Da gibt es eine sehr einfache Überlegung. Ich nehme die Steigung hier, die plotte ich auf die X-Achse. Das ist jetzt die jährliche Zunahme der CO2-Konzentration. Auf der anderen Seite habe ich die jährlichen CO2-Emissionen. Das ist jetzt von fossilen Brennstoffen. Und ich denke, ja, man kann mit gutem Gewissen sagen, dass es da eine gewisse Korrelation gibt. Ich würde sogar sagen, die Steigung hier ist 17 Gigatonnen pro part per million. Das ist eine gute Zahl, werde ich später weiter brauchen. Jetzt, was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist natürlich, dass die Erde sich erwärmt. Das ist auch die letzten Daten von der NASA. Die schwarze Kurve, das ist die jährliche Mittelwerte, also Jahresmittelwerte für die ganze Erde. Und man kann vielleicht sagen, ja, bis so 1970 war vielleicht der Trend nicht ganz klar, das mag ja sein. Aber ich denke, ab so Mitte 70er Jahre, 1980er Jahre, ist der Trend einigermaßen eindeutig. Die rote Kurve ist einfach geglättet, da habe ich 11 Jahresmittelwerte genommen. Und die Steigung hier ist jetzt 0,2 Grad pro Dekade. Jetzt kann ja natürlich jeder ausrechnen. Meine Kinder sind jetzt so um die 20. Ich nehme an, sie haben vor, noch 20 Jahre zu leben oder 50 Jahre zu leben. 50, das sind 5 Dekaden, das macht noch 1 Grad. Also meine Kinder müssen sich damit abfinden, dass wenn sie dann den wohlverdienten Ruhestand genießen werden, wird der Planet mindestens noch 1 Grad wärmer sein. Und das ist natürlich global. In der Schweiz geht diese Erwärmung fast doppelt so schnell. Also da, und ich denke, der Trend ist eindeutig. Jetzt, die meisten, und das ist das, was ich gemeint habe, ich finde mein Diagramm eigentlich viel besser als das hier, weil meins ist ein bisschen klarer. Was die Klimaforscher machen, ist, sie machen diese Klimaszenarien. Abhängig, was wir hier haben, ist die jährlichen CO2-Emissionen auf der X-Achse. Hier haben wir die Zeit bis im Jahr 2100 und hier haben wir dann verschiedene Kurven, verschiedene Szenarien. Und die blauen Kurven, das ist eigentlich dort, wo wir bleiben müssten. Man sieht, die CO2-Emissionen müssen sehr, sehr schnell jetzt zurückgehen, damit wir das überhaupt schaffen werden. Wir sind vielleicht nicht auf der roten Kurve, aber wir sind irgendwo hier dazwischen. Und wiederum, das Erschreckende damit ist natürlich, dass das Jahr 2100, das ist nicht die ferne Zukunft, oder? Es leben schon jetzt viele Menschen auf diesem Planeten, die das Jahr 2100 erleben werden. Das ist 80 Jahre in der Zukunft. Viele junge Kinder heute werden dann noch leben. Die Leute, die jetzt auf die Straße gehen und demonstrieren, die können damit rechnen, wahrscheinlich bis 2090 zu leben. Für die ist es natürlich hochgradig relevant, was hier passiert. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und die Vorgabe ist auch klar, das ist von diesen Klimamodellen, wenn wir diese blaue Kurve hier kriegen wollen, wenn wir wirklich unter 2 Grad Erwärmung bleiben wollen, das ist eigentlich 1,5, wenn wir auf der sicheren Seite sein wollen, sollten wir ungefähr um 7,6% runter pro Jahr. Das heißt, das ist das, was man braucht, um die CO2-Emissionen global zu halbieren in 10 Jahren. Und das ist eine Zahl, die man sich leicht merken kann. Also wir müssen wirklich in 10 Jahren es schaffen, die CO2-Emissionen zu halbieren. So, das ist die Vorgabe. Und dass die Kinder etwas empört sind, das kann man durchaus nachvollziehen, weil es geht wirklich in diesem Sinne buchstäblich um ihre Zukunft. Jetzt,
Die große Unsicherheit in diesen Kurven hier hat damit zu tun, dass die Klimaforscher natürlich nicht wissen, wie viel CO2 wir ausstoßen werden. Also die große Spannweite hier zwischen, gut, es gibt verschiedene Modelle, aber die große Spannweite hier ist hauptsächlich, man geht auf verschiedene Emissionsszenarien, greift man zurück, man muss verschiedene Annahmen treffen für die Emissionen. Dieses Problem haben natürlich die Ölfirmen nicht. Und das findet man auch auf meinem Blog, aber ich finde das schon entsetzlich und muss auch betont werden. Im 1982 hat ein gewisser Mr. Glaser, der war so der Umweltbeauftragte bei Exxon, hat dann angefangen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und er hat wirklich einen Bericht geschrieben, einen internen Bericht, welchen Einfluss wird die Klimaerwärmung haben auf die Geschäftszahlen von Exxon. Das ist ja durchaus relevant. Exxon ist eine große Ölfirma. Und dann haben sie keine große Modellierung gemacht, sie haben aber gesagt, ja, wir wissen ja, der Temperaturanstieg ist ja im Prinzip proportional zur CO2-Konzentration. Und im Unterschied zu den Klimaforschern wissen natürlich die Exxon genau, wie viel hoch die CO2-Emissionen sein werden, weil die verkaufen ja das Zeug. Also haben sie nur eine Kurve gezeichnet, und das ist diese schwarze Kurve hier. Das ist das, was sie als, das ist der wahrscheinlichste Temperaturanstieg gemäß ihren Schätzungen. Das haben sie aus dem Jahr 1982, und sie haben mir jetzt erlaubt, vor einer Woche oder so, das zu vergleichen mit den tatsächlichen Temperaturmessungen. Und das sieht ja recht gut aus. Also beziehungsweise nicht gut aus. Aber das Blaue ist wirklich gemessene Temperatur des Planeten, mittlere Temperatur des Planeten. Die schwarz gestrichelte Linie, die hier anfängt, das ist so die Schätzung einer der größten Ölfirmen, wie die Temperatur der Erde zunehmen wird, aus dem Jahr 1982. Und ja, ich finde das schon erschreckend, weil erstens, so schwierig ist ja die Sache nicht. Wir wissen, je mehr CO2 wir in der Atmosphäre haben, desto wärmer wird der Planet. Die Proportionalität ist relativ einfach, kann man ausrechnen. Und es zeigt auch klar, dass diese Debatte über die Klimaerwärmung, gibt es die Klimaerwärmung oder nicht, ist, die hat es eigentlich nicht gegeben, oder? Schon die Ölfirmen wussten das. Und von dem her, das, was hier passiert ist, ist natürlich in unserem Verständnis ein wahrscheinlich das größte Verbrechen gegen die Menschheit, das es je gegeben hat und geben wird. Weil ihre Konklusion war ja, und das ist das, vielleicht das Ernüchternde, sie haben gesagt, ja super, die schlimmsten Auswirkungen der Klimaerwärmung werden wir erst in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts erleben, also ist das ja uns egal. Weil die sind das ist eine Aktiengesellschaft. Wenn der CEO einer Aktiengesellschaft den Aktionären gesagt hätte, wir müssen jetzt auf sehr viel Gewinn verzichten, damit die Kinder in 70 Jahren überleben können, dann hätten die Aktionäre gesagt, ja, spinnst du, und dann hätte man ihn ersetzt und dann hätte man einen neuen CEO. Also so funktioniert ja nun mal der Kapitalismus. Und ihnen war es ziemlich egal. Sie haben gesagt, ja, in absehbarer Zukunft werden wir kein Problem damit haben. Die haben aber trotzdem reagiert und natürlich massiv in Propaganda und Lobbying investiert, um zu verhindern, dass da eine sinnvolle Gesetzgebung zustande kommt. Und jetzt, ich denke, wir leben jetzt in einem Klimanotstand. Ich muss sagen, gestern hatte es ist schwierig inzwischen, mich zu schockieren, aber wenn Donald Trump im Prinzip vor solchen Bildern steht und gestern behauptet, es gibt keine Klimaerwärmung, es wird schon wieder kälter, da muss man natürlich schon fragen, was mit ihm los ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, heute viele von den Politikern, die sind entweder dumm oder bösartig, oder in seinem Fall treffen wahrscheinlich beide diese Merkmale zu. Und man findet ja jetzt inzwischen sehr, sehr viele solche Berichte, zum Beispiel ein neuer Bericht, dass man festgestellt hat, dass 31 Länder mit einer Gesamtbevölkerung von etwa 1 Milliarde Menschen werden bis 2050 unbewohnbar sein, wenn wir so weitermachen. Okay, das ist eigentlich alles, das wissen wir eigentlich alles. Was ich hier erzählt habe, ist eigentlich nichts Neues. Jetzt ist die Frage, woher kommt das? Und das ist jetzt meine Kernbotschaft. Und ich bin überhaupt nicht gegen Innovationen, aber ich bin Physiker und ich habe immer das Gefühl, zuerst muss man den Kern des Problems verstehen, bevor man weitergeht. Hier habe ich mir erlaubt,
dass die globale Wirtschaftsleistung in Billionen US-Dollars gegen die globalen CO2-Emissionen aufzutragen für die letzten 60 Jahre. Das ist eine doppellogarithmische Skala und dann habe ich eine einfache polynomische, einen polynomischen Fit hergemacht, eine Kurve dadurch gelegt und man sieht, das gibt eine recht schöne Korrelation zwischen diesen beiden Größen. Anders formuliert, und das ist, die Steigung ist nicht konstant, also mit diesem Fit ist es tatsächlich so, dass im 1960 war die Steigung etwa 14, also eine Tonne CO2 hat die Weltwirtschaftsleistung um 1470 Dollar erhöht. Heute ist die Energieeffizienz gestiegen, also eine Tonne erhöht die Wirtschaftsleistung um etwa 4300. Aber das ist wirklich aus dieser Kurve. Man kann es auch so plotten, und diese Plot ist eigentlich interessanter. Hier ist 1960 bis 2020 die rote Kurve. Dann habe ich diesen Fit genommen. Das ist die rot gestrichelte Kurve. Das ist die aufgrund des Bruttoinlandproduktes erwartete CO2-Emission der Welt. Der schattierte Bereich, das ist am 95% Konfidenzintervall. Das heißt, man würde erwarten, 95% aller Werte müssten in diesem Band liegen. Und man würde hier, das ist ungefähr plus minus 10%. Und die blauen Punkte, das sind die tatsächlichen CO2-Emissionen der Welt. Und die liegen alle in diesem Bereich. Also 60 Jahre lang konnten wir eindeutig, wenn wir die Wirtschaftsleistung der Welt gewusst haben, konnten wir auch die CO2-Emissionen vorhersagen. Und das ist ja eine recht lange Zeitspanne, oder? Hier hat es eine Ölkrise gegeben, dann haben wir die zivile Nutzung der Nuklearenergie ausgebaut, dann haben wir die ganze Informatikrevolution, die ganze ICT und das ganze Zeug. Keine Ahnung, also unsere Wirtschaft ist im Prinzip eine große Maschine, die Kohle in Kohle umwandelt. Und das war vor 60 Jahren der Fall und das ist immer noch der Fall. Jetzt kann man natürlich, das ist natürlich nur eine Korrelation, aber man kann vielleicht ein bisschen Plausibilitätstests machen. Und zwar kann man Folgendes machen. Jetzt habe ich mir erlaubt, nehmen wir an, wir wollen weiterhin 2% Wirtschaftswachstum haben. Und jetzt nehme ich die ganze, das gleiche Modell und extrapoliere die CO2-Emissionen so. Dann komme ich auf diese Kurve. Und das ist natürlich, das ist nicht konstant, die Steigung nimmt weiterhin zu, aber das ist das, was passieren müsste. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht bin ich da so pessimistisch, dann schaut man, BP veröffentlicht jedes Jahr an World Energy Outlook, die machen auch Prognosen und dann habe ich ihre Prognose hier eingetragen. Und was sie sagen ist, nein, das ist so, der Wandel wird schneller gehen. Also sie sagen, so werden sich die CO2-Emissionen entwickeln. Wir sind jetzt hier bei knapp 40 Gigatonnen und aber wir werden so unter 40 Gigatonnen sein im 2040. Mag sein, spielt eigentlich nicht so eine Rolle, weil hier, da kann man jetzt ausrechnen, 40 Gigatonnen pro Jahr, knappe 40 Gigatonnen pro Jahr, mal 20 Jahren, das macht 800 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre. 17 Gigatonnen erhöht die CO2-Konzentration um 1 Promille. 800 Gigatonnen geteilt durch 17 macht plus minus 40 parts per million. Wir sind bei 415, dann fügen wir 40 dazu, dann sind wir bei 455 parts per million im Jahr 2040. Darauf steuert es hin. Also es ist weit mehr als das, was wir eigentlich tun sollen. Und das Schlimme ist natürlich, es ist ja nicht so, dass die Welt damit endet. Oder wenn man da ist in 2014, dann muss man irgendwann runterkommen. Aber das richtig Erschreckende hier ist ja Folgendes. Die gleichen Politiker, die meinen, dass wir 2-3% Wirtschaftswachstum haben müssen jährlich, die gehen dann nach Paris und unterzeichnen ein Abkommen. Und die grünen Kreise hier, das ist das, was eigentlich passieren müsste mit den CO2-Emissionen, damit wir das 1,2-Grad-Ziel einhalten könnten. Und ja, ob man das jetzt für realistisch, ich finde das schwierig, weil wenn man, das Problem ist ja Folgendes, auf null Steigung zu kommen ist vielleicht das eine, dann könnte man ja sagen, okay, ab jetzt werden nur erneuerbare Energien eingesetzt, keine neuen Ölkraftwerke und so weiter, Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke werden gebaut.
Aber das heißt, das ist eine Effizienzsteigerung, Energieeffizienzsteigerung von etwa 10% pro Jahr. Und zwar nicht nur die neu installierte Infrastruktur muss 10% pro Jahr effizienter werden, sondern auch gleich die ganze bestehende Infrastruktur, die wir heute haben, muss 10% energieeffizienter werden pro Jahr. Und das für die nächsten 30 Jahre. Und ob das jetzt realistisch ist, darüber kann man streiten. Ich halte das für relativ unwahrscheinlich. Aber die Kernaussage ist ja diese. Auf ein Wunder zu hoffen, ist doch keine Strategie. Oder? Es ist ja, Bill Clinton hat es mal so schön gesagt, man soll immer für den, you hope for the best and plan for the worst. Oder? Wir bauen ja auch nicht ein Haus ohne Notausgänge in der Hoffnung, dass das Haus nie brennen wird. Selbstverständlich hoffen wir, dass es nie brennen wird. Aber wenn es brennt, dann sollte man vielleicht Notausgänge haben. Was ich so fatal hier finde, ist, dass wenn wir einfach hier weiterfahren, je weiter wir hier fahren, desto schneller muss ja dann die Reduktion gehen. Und mit bestehender Technik sehe ich keine Möglichkeit, wie wir diese Absenkung hinkriegen sollen, wenn wir weiterhin darauf bestehen, dass die Wirtschaft wachsen soll. Das ist eigentlich meine Kernaussage. Und es ist sehr lustig, wir leben natürlich in einer Kultur, die Innovation ist praktisch eine Religion geworden bei uns. Und ich habe dann gedacht, das Bild haben wahrscheinlich viele von Ihnen gesehen. Das ist die Inauguration vom jetzigen Papst und von seinem Vorgänger. Und da wollten die Leute, schau mal, da hat doch kein Mensch ein Smartphone oder einer hat es. Und da hat sich praktisch jeder ein Smartphone. Da sieht man doch, wie schnell der technologische Wandel geht. Ja, kann man ja sagen, in gewissen Bereichen geht das. Da habe ich gemacht, dann machen wir nochmal einen Kontrast. Das ist eine Kohlemine aus dem 19. Jahrhundert und das ist eine Kohlemine aus dem 21. Jahrhundert. Also so viel hat sich da nicht verändert, möchte ich sagen. Also die Innovation ist natürlich sehr selektiv, oder? Und man könnte noch einen Schritt weitergehen. Ich weiß nicht, das wird ja immer wieder betont. Die Menschheit ernährt sich von Mais, Reis und Weizen. Das ist seit 10.000 Jahren so. Oder? Seit etwa 6.000 Jahren. Seit 6.000 Jahren ernähren wir uns eigentlich von den gleichen Pflanzen. Also Innovation funktioniert nicht überall gleich schnell in allen Bereichen. Das sollte man vielleicht ab und zu festhalten. Genau, jetzt, ich habe doch ein bisschen Zeit. Super, dann kann ich ein bisschen über die Ökonomen schimpfen. Ich finde, das ist interessant, ich weiß nicht, ob jemand das mitbekommen hat. In 2018 hat William T. Nordhaus den Nobelpreis für Wirtschaft bekommen. Ich weiß nicht warum, aber er hat es bekommen. Und er hat diesen Nobelvortrag gehalten und da rechnet er schön vor, dass das optimale Szenario ist, für die Wirtschaft ist es am besten oder für die Menschheit ist das optimale Szenario, wenn wir eine globale Erderwärmung von plus 3 Grad zulassen. Was rechnet er schön vor? Das ist natürlich ein Schwachsinn, weil was er macht ist, er macht eine Schätzung über die Kosten des Klimaschutzes. Bis ins Jahr 2100, wie ihr diese Kosten kennt, weiß ich nicht. Da macht er eine Schätzung für die Kosten der Klimaerwärmung bis im Jahr 2150. Das kann er einfach. Er weiß, wie viel die Klimaerwärmung in 100 Jahren kosten wird. Dann hat er also zwei Größen, die sehr große Fehlerbalken hat. Und da macht er die Differenz zwischen diesen beiden Größen, optimiert die und dann kommt er zum Schluss, dass plus 3 Grad ist das Optimum. Es gibt ein schönes Paper, jemand hat das auseinandergenommen, die Annahmen, die sie machen. Da sind so schöne Annahmen drin, wie zum Beispiel diese neoliberalen Ökonomen, die sagen, ja, Klimaerwärmung ist ja nicht so schlimm, weil 90% der Wertschöpfung in der modernen Gesellschaft findet drinnen statt. Also ist natürlich unabhängig von der Klimaerwärmung. Das ist so eine Annahme, die hier reingeht. 90% der Wirtschaft ist unabhängig von der Klimaerwärmung. Und dafür kriegt man dann den Nobelpreis, Wirtschaftsnobelpreis. Finde ich ein bisschen ernüchternd. Aber ist auch interessant. Ich verstehe nicht, wieso das nicht betont wird. Weil er sagt in diesem Vortrag, dass das Pariser Abkommen ist Quatsch. Unbezahlbar. Geht nicht. Oder? Also 2-3 Jahre, nachdem das Pariser Abkommen unterschrieben wird, kriegt dann ein
renommierter Ökonom den Wirtschaftsnobelpreis dafür, dass er sagt, dass es Quatsch ist. Also ich habe kein Problem. Ich würde, wenn er bei mir die Bachelorarbeit geschrieben hätte, dann hätte ich gesagt, wertlos, Note 1. Also mit so einem Scheiß wäre bei mir nicht durchgekommen. Aber es ist natürlich schon erschreckend, was da für Unfug. Und es gibt natürlich viele Leute, die sich darauf berufen, diese Schätzung, dass wir müssen doch, wir dürfen nicht so schnell. Der große Nordhaus hat ja da ausgerechnet, dass es optimaler ist, ein gewisses Klimaerwärmen zuzulassen. Wie auch immer, persönlich, und dann, jetzt werde ich ein bisschen persönlich, das ist so ein bisschen das Feufel-und-Zwegli-Problem, was wir hier haben. Wir können uns entscheiden, wollen wir jetzt den Planeten möglichst schnell konsumieren oder wollen wir einen Teil davon den Kindern überlassen. Es ist doch, wir wissen doch, was das Problem ist. Wir haben langsam ein Problem, dass der Planet ist endlich und es wohnen sehr viele Menschen hier und wir alle Menschen brauchen Ressourcen. Die Klimaerwärmung ist in dem Sinne auch kein technisches Problem, weil die Grundannahme oder die Grundaussage, Kernaussage, die wir machen, ist ja, wir müssen doch den Kindern einen bewohnbaren Planeten überlassen. Das ist ja keine wissenschaftliche Aussage. Nein, müssen wir überhaupt nicht. Wir können sagen, nach uns die Sintflut, also volle Dampf voraus. Wir verbrauchen den Planeten und dann müssen die anderen schauen, wie sie überleben. Also mit anderen Worten, da hat es schon mit Ethik und Moral zu tun. Was wollen wir nicht? Was ich denke, endlich verstehen müssen, und das ist vielleicht die Kernaussage, ja, Klimaschutz wird höchstwahrscheinlich teuer sein. Es gibt ja immer diese frommen Wünsche, dass ja, Technikveränderung ist eine Opportunity und so weiter und so fort. Und das führt leider dazu, dass man dann nur Klimaschutz dann macht, wenn man das Gefühl hat, es rechnet sich und wenn es sich wirtschaftlich nicht rechnet, dann lassen wir es sein. Und das heißt, dass man eigentlich 99% aller möglichen Lösungen einfach ausschließt, weil sie angeblich zu teuer sind. Wir müssen glaube ich akzeptieren, nein, das wird relativ teuer und müssen irgendwie einen vernünftigen Weg finden, wie können wir diese Kosten aufteilen. Dann bei der Innovation, und wie gesagt, ich bin absolut kein Gegner von Innovation, im Gegenteil, aber wir müssen natürlich auch ab und zu die Sinnfrage stellen. Also ein Produkt, das irgendwie nicht erneuerbare Ressourcen in Profit umwandelt, ist nicht immer ein besonders schlammes Produkt. Und ich glaube, die Ökonomin Irmi Seidel hat vor kurzem einen Artikel geschrieben, wo sie gesagt hat, ja, wir brauchen schon Innovation, aber an vielen Orten. Nicht nur technisch, auch wirtschaftlich. Wir müssen uns wirklich erlauben, uns Gedanken zu machen, wie sieht dann ein schlaues Wirtschaftssystem aus und auch sozial. Und ja, ich glaube, ich habe sogar Zeit dafür. Das ist eine von meinen Lieblingsgeschichten. Einige haben vielleicht diese gehört, aber ich habe vor langer Zeit einen Artikel gelesen, ein deutscher Ingenieur, der über die Verbesserung der Haushaltsgeräte, ich glaube, der Artikel war aus den 50er Jahren, und hat seine Zukunftsvisionen über die Haushaltsgeräte, wie toll sie sich entwickeln und so weiter, war ganz begeistert von den besseren Backöfen und den Waschmaschinen und so weiter. Und er schließt diesen Artikel mit einem wunderbaren Satz ab. Er sagt, die Hausfrauen der Zukunft werden wohl nur ein paar Knöpfe drücken müssen. Die Vorstellung, dass es vielleicht keine Hausfrauen mehr gibt oder dass vielleicht die Männer auch in der Küche aushelfen würden, das ging ihm einfach zu weit. Und das ist natürlich sehr gefährlich, in diese Falle zu tappen, dass man sagt, ich bin jetzt Techniker, ich bin Ingenieur. Für mich ist per Definition, jedes Problem hat eine technische Lösung. Einfach Tunnelblick, versuchen wir da eine technische Lösung zu finden. Weil ich bin überzeugt, die Probleme, vor denen wir stehen, können nicht rein technisch gelöst werden. Hier müssen wir wirklich schlau werden. Und es ist natürlich so, dass das absolut Beste, was ich tun kann für die Umwelt, ist ja gar nichts. Also so, ich liege auf dem Bett und lese ein gutes Buch oder ich reise nirgends hin, ich kaufe keine neuen Kleider, ich bewege mich so wenig wie möglich, dann ist das eigentlich das Beste. Und das ist natürlich das, was in der heutigen Gesellschaft, also mit dem jetzigen Wirtschaftssystem nicht funktioniert. Und also keine Partei der Schweiz, kein Politiker steht ja im Nationalrat auf und sagt, wir müssen jetzt, unser Ziel ist es, die Wirtschaftsleistung der Schweiz in 10 Jahren zu halbieren, oder? Das ist einfach nicht vorstellbar in der heutigen Welt. Aber dann haben wir das Problem, wenn wir das nicht machen, wenn wir wirklich so weiterfahren, jedes Jahr den Konsum steigern, da
dann haben wir ein rein physikalisches Problem. Das geht einfach nicht so. Mit geltenden Naturgesetzen ist das schwierig. Aber für ich habe persönlich, ich habe gesagt, ich bin ja Physiker, ich habe kein Problem. Ich liebe Herausforderungen und ich denke einfach, wir müssen da weiterdenken. Es ist doch sehr spannend, über neue Wirtschaftssysteme nachzudenken. Es ist doch spannend, über andere Formen der Zusammenarbeit nachzudenken, über Sharing Economy und so weiter. Warum nicht? Und vor allem, wenn man fest schon mehr oder weniger beweisen kann, dass es anders nicht möglich ist, dann ist es, tut es ja Not, darüber nachzudenken. Und damit bin ich am Schluss, das wäre also jetzt mein Schlussvotum. Also jetzt müssen wir wirklich kreativ werden. Und ich weiß nicht, ob jemand Harald Welzer kennt, der deutsche Autor, der hat ja das Buch Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand. Es geht natürlich genau auf diese Linie. Also mein Schlusswort wäre das, der Homo economicus wird die Klimaerwärmung nicht stoppen können. Wenn wir nur alle eigennützig handeln und das Gefühl haben, bei allem, was wir tun, wollen wir möglichst viel Geld verdienen, dann kommen wir dort nicht hin. Aber Gottlob sind wir keine Homo economicus, sondern wir sind Homo sapiens. Und das Sapiens heißt ja denkende Menschen. Also wir dürfen durchaus denken, und zwar ein bisschen weiter, als wir das sonst wahrscheinlich tun. Und von dem her bin ich eigentlich zuversichtlich, dass es passiert sehr viel heute bei Ökonomen, alle sind nicht wie Nordhaus in der Politik. Es werden heute Gedanken ausgesprochen, die man vielleicht vor 5 Jahren gar nicht sich getraut hätte zu sagen. Und ich denke, das tut sich was. Und das ist sehr spannend. Ich finde das sehr spannend. Aber ich denke, es ist, wir müssen, glaube ich, da ein bisschen bereit sein, uns zu öffnen. Und deshalb finde ich das sehr schön auch mit der Ost, weil wir sind jetzt, die Ost ist ja nicht nur eine technische Hochschule, wir sind jetzt wirklich eine Fachhochschule mit sehr vielen, wir haben die Wirtschaftsleute, sind auch bei uns. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, weil vielleicht können wir da eine gesamtheitliche Lösung suchen. Gut, damit bin ich am Ende. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus